Das Motivation von Netto ist immer noch dieser Bad Gateway, dass das Internet irgendwie kaputt ist. Und derzeit habe ich auch eine ordentliche Demotivation. Und es sind die vier apokalyptischen Reiter sind inzwischen zu sechs gewachsen. Also wir haben die Pestilenz. Das ist Covid mit den Updates 21L und 22A plus C. Das sind die Nummern von Next-Strain für verschiedene Omikron-Varianten. Die Pest läuft immer noch mit, obwohl früher geglaubt wurde, die läuft jetzt nicht mehr mit. Der Krieg läuft mit der Ukraine als Schlachtfeld. Hunger wird wahrscheinlich als Folge der Sanktionen noch mitlaufen. Und dann kommt natürlich der klassische vierte Reiter, ist der Tod. Und inzwischen reiten noch ein paar andere Reiter mit, nämlich die Desinformation und die Umweltverschmutzung. Das war ja bei Terry Pratchett's Good Omen, Terry Pratchett und Neil Gaiman, da hat die Umweltverschmutzung die Pest abgelöst, aber da die Pest ja wieder mitreitet, muss man sagen, die Umweltverschmutzung läuft weiterhin mit und insgesamt ist das alles relativ demotivierend, was zurzeit läuft. Warum soll man für diese Menschheit noch was machen? Und ist das Fermi-Paradoxon nicht dadurch erklärt, was wir gerade tun? Also wir sehen draußen im Weltall kein intelligentes Leben und könnte das daran liegen, dass sich alles intelligente Leben kurz nachdem es intelligent genug ist, dass es entdeckt werden könnte, gleich wieder selber vernichtet. So, und der Fortschritt war entsprechend wenig. Das liegt auch am kurzen Abstand zum nächsten Report und daran, dass GeForce 1.0 jetzt derzeit Priorität hat als Ziel. So, Motivation, auch ein bisschen Demotivierung für diesen Kriegs-Hurra-Patriotismus, den man zurzeit in den sozialen Netzwerken sieht. Da hat vor 100 Jahren noch ein Balkon gereicht dafür. Also Kaiser Wilhelm II. Hat seine Balkonrede, hat erklärt, warum wir unbedingt jetzt gegen Russland Krieg führen müssen. Das ging damals noch vom Balkon. Dann gibt es Elon Musk kauft Twitter, um dort die Redefreiheit für rechte Arschlöcher zu verbessern, die jetzt schon sehr gut ist und wird wohl noch besser. Und dann gibt es, was eigentlich eher besser ist. Nämlich die EU möchte Föderation bei Chatprotokollen. Das heißt, das Problem bisher war, alle sind bei WhatsApp und niemand will wechseln, weil man dann ja noch einen Chat-Client braucht. Und wenn die sagen, den großen Herstellern sagen, ihr müsst irgendwelche Konnektoren für so Föderation einbauen, dann könnte man von WhatsApp wegwechseln auf Net2O. Und könnte weiterhin mit WhatsApp-Leuten chatten, wobei da dann wahrscheinlich die Sicherheit ziemlich schlecht wäre. Und das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund hinter dieser Föderation. Und natürlich bei diesen asozialen Netzwerken wäre vielleicht auch sinnvoll, wenn man Föderation hätte, also bei den Platzhirschen, dass man nicht dort sein muss und trotzdem dort gesehen wird oder so. Was habe ich gemacht im Net2O? Hauptsächlich Bugfixes und Polishing. Also das Anzeigen des Datums war bisher immer UTC, das ist jetzt auch Local Time. Dazu hat es im GeForce das Time und Date ist in ein To-Time und Date und Time Zone als Primitiv konvertiert worden. Das heißt, das kann eine Sekunde seit 1970 so einen Wert nehmen und wandelt den in die Local Time und gibt dann auch noch den Time Zone String zurück, weil man muss die Zeit ja so ausgeben, dass man sieht, in welcher Zeitzone man ist. Und dann gibt es solange die Sommerzeit nicht abgeschafft wird, gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man zweimal dieselbe Uhrzeit hat, obwohl man nicht von einem Ort zum anderen gegangen ist, nur weil die Uhr umgestellt wurde. Und deshalb gibt es jetzt ein neues Primitiv, To-Time und Date. Nimmt 64 Bitsekunden, also doppelt genaue Sekunden, damit es
keinen Überlauf gibt nach dem Jahr 2038. Dann haben sich ein paar Sachen geändert, wie die Recognizer genau funktionieren. Das muss ich natürlich anpassen. Dann wollen wir im GeForce 1.0 Adder nicht auf Locals und Values mehr haben. Also To und Plus To ist okay, aber Adder auf Sachen, die möglicherweise nicht im Speicher liegen, lieber nicht. Also insbesondere ist das Locals und normale Values vielleicht auch nicht. Dann habe ich die Container wieder alle zum Laufen gebracht oder mich darum gekümmert, dass das auch baut, was bei dem Snapcraft nicht ganz so einfach war. Denn das Snapcraft lief ursprünglich mit einer virtuellen Maschine und irgendwie ist es zu komplex geraten, dass das nicht mehr läuft. Und da gibt es jetzt mit LXD eine Option, dass das in einem Container läuft, das Snapcraft bauen, und dieser LXD-Container, der läuft relativ gut und flott und zuverlässig. Jetzt baut das also auch wieder Docker, hat eigentlich immer gebaut, und dann habe ich noch Flatpak dazu hinbekommen. Das heißt, Net2O ist in diesen drei gängigen Containern für Linux verfügbar, läuft eigentlich alles, was so laufen muss, inklusive für GUI und so. Und die Container sind natürlich dann mit GUI auch entsprechend groß. Dann habe ich mir überlegt, was ist da mit dem föderierten Chat-Protokoll? Das erste Frage ist natürlich, ist das dann irgendwie kleinster gemeinsamer Nenner? Also wird dann XMPP oder so benutzt? Oder kann man als kleiner Teilnehmer irgendwie den Großen sagen, was für ein Chat-Protokoll sie da einem als Connector anbieten müssen, dass es noch einigermaßen sicher ist. Die Nachrichten müssen da dann ja über den Server ausgetauscht werden. Also WhatsApp und so bleiben ja serverbasiert. Das heißt, das, was Net2O macht, um Chats zu sichern, geht nicht. Also Net2O sichert Chats ab, indem man eben direkt miteinander redet und nur die Transportebene ist abgesichert. Weil die Endpunkte sowieso Zugang auf den Klartext vom Chat haben. Da braucht man nichts weiter absichern. Also abgespeichert wird es verschlüsselt, aber im Endpunkt ist es entschlüsselt. So, die Server sind halt natürlich nicht vertrauenswürdig, gerade so wie WhatsApp. Bei Facebook, Prism-Partner. Deshalb gibt es seit einiger Zeit schon, also in Vorbereitung auf sowas, eine Möglichkeit, die Chat-Messages im Net2O nochmal zu verschlüsseln. Das wird eingeleitet mit einer Message, in der die Keys sind für so einen Key-Exchange. Das heißt, es gibt einen Key, der ist Chat-gruppenspezifisch und mit dem wird das eben eingeleitet und die Teilnehmer an so einem Chat bekommen dann jeweils einen so Key zum Ausrechnen des, also dieser Key Exchange machen. Und dann, wenn das klappt, müssen alle durchprobieren. Wenn es klappt, schaffen sie es, die Checksumme richtig zu berechnen und dann können sie lesen. Das ist relativ einfach. Das ist also ist aus dem Vault-System von Net2O abgeleitet, wo auch mehrere Leute auf ein Vault zugreifen können, indem sie diese Keys im Key-Exchange durchgehen. Und dann gibt es eben zusätzliches Nachrichtenformat für diese vorverschlüsselten Messages, wo dann eben ein Initialisierungsvektor da ist und das dann eine Checksumme natürlich und das muss dann eben entschlüsselt werden mit diesem Key, beim Key Exchange gefundenen Message, also gruppenspezifischen Key. Und diese Initialisierungsmessage, die kann man natürlich immer wieder neu senden, wenn man Leute dazu nimmt in den Chat oder wenn man den Key zeitlich ändern will, weil der Key ist ja dann konstant erstmal.
Und also, wenn man Leute rauswirft, muss man es auf jeden Fall machen, weil die sonst weiter mitlesen könnten. Und da wäre dann die Frage natürlich, wie man so ein Protokoll, wie man das durchsetzt. Das ist auch schon ein kleinster gemeinsamer Nenner für verschlüsselte Chat-Messages. Würde voraussetzen, dass die PKI dann auch von diesen Servern relativ offen ist und da sind gemeinsamen Verschlüsselungsmechanismus, also die gleiche Art von Key verwenden. Also ich verwende ED2519 Keys zum Signieren verwenden, die anderen das inzwischen meistens auch. Man kann auch Key Exchange damit machen. Das wäre dann natürlich eine Frage, wie man das durchsetzt, weil das, was die EU hat, ist jetzt erstmal so ein Ansatz an Gesetz und die technischen Details, das wird sich sicher noch hinziehen, bis das dann richtig funktioniert. Bei sozialen Netzwerken ist das Föderieren eigentlich einfacher, weil da kann man Nachrichten als öffentlich betrachten. Also es gibt zwar bei Twitter so irgendwie so ein Schloss, dass man sagt, Nachrichten nur für meine Follower und so, aber im Wesentlichen ist der Zweck von einem sozialen Netzwerk eigentlich Public Posting. Protokolle zum Posten und Abholen gibt es mit den APIs natürlich schon. Jeder hat sein eigenes. Und das Cross-Posting gibt es auch zum Beispiel bei Mastodon und Twitter gibt es schon so Cross-Post-Services. Da gibst du dann einem Server dein Twitter und dein Mastodon-Credential und der kann dann auf die jeweils beiden Accounts zugreifen und dort posten. Das heißt, das ist natürlich vom Sicherheitsaspekt extrem gruselig, weil du jemand Dritten erlaubst, komplett deinen Account zu benutzen. Und da ist natürlich auch die Frage, wie löst man das sicher, dass es für so ein P2P-Protokoll ist es vielleicht einfacher, weil da das kein Server wäre, sondern das im Client, im Peer-to-Peer-Client eben das Protokoll für diese Cross-Postings drinnen ist und der dann auch die Credentials übernimmt. Das könnte also wesentlich sicherer werden, wenn du von einem Peer-to-Peer-Netzwerk auf ein normales Netzwerk postest. Die andere Richtung wäre dann Pull, also da müsstest du dann deinen Client abholen lassen, dann hättest du das mit den Credentials auf der sicheren Seite. Und könnte ich auch mal testweise so für Twitter oder sowas implementieren, wo das Protokoll, die API relativ offen ist und einigermaßen brauchbar, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht. Ein wichtiges Ziel ist jetzt GeForce auf 1.0 bringen. Ist wichtiger als Netto schnell weiterentwickeln, weil wir damit endlich mal fertig werden wollen. Wir haben eine neue Plattform eingeführt, nämlich RISC-V, und es gibt da einen Assembler und Disassembler, die so als tabellengetriebener Assembler und Disassembler geschrieben sind. Das heißt, die teilen sich die Instruktionstabellen. Und der Assembler baut halt mit diesen Informationen die Befehle zusammen und der Disassembler baut sie auseinander. Und die To-Do-Liste habe ich mir auch angeguckt von dem GeForce 1.0. Da sind wir schon ziemlich gut durch. Da sind relativ viele Xe drin und kaum leere Stellen. Also muss man mal Anton und ich und Gerald uns zusammen setzen, was eigentlich wir noch machen wollen, bevor wir es jetzt freigeben. Weil viel ist nicht mehr da. Es gibt für minus 2 bei mir noch eine To-Do-Liste, was nicht direkt am GeForce 1.0 festgemacht ist. Erledigt ist dieser BD-Algorithmus. Letztes Mal habe ich ja viel über verschiedene Sprachen in minus 2 geredet und da war der BD-Algorithmus noch so ein bisschen nicht ganz fertig.
Das kompakte Unicode-Encoding, das ich da vorgeschlagen habe, das ist noch nicht da. Ich habe das erstmal, nachdem der Bitte-Algorithmus funktioniert hat, erstmal wieder zugemacht. Was man machen können sollte, sind Absätze neu umbrechen, wenn sich die Breite der umgebenden Box geändert hat. Das ist auch nicht viel Arbeit, aber das ist halt sinnvoll, das einzubauen. Wo ich gerade dran bin, ist ein Treiber für Video für Linux 2 zu schreiben, damit man also Webcams auch integrieren kann. Und etwas verbunden damit ist ein Treiber für diese Video Acceleration API, weil Video for Linux hat verschiedene Varianten, wie es die Dateien liefert, also diese Bilder liefert, und das Default-Format in Pixel-Format, das geht bis zu einer gewissen kleineren Auflösung ganz gut. Und wenn man da irgendwie höher aufgelöste Webcams hat, dann ist natürlich die USB-Schnittstelle überfordert, wenn man jetzt da unkomprimierte Bilder verschickt. Und deshalb gibt es da auch ein Motion-JPEG-Format und irgendwie auch H264, H265-Formate, für die ich aber keine passende Webcam habe. Und diese Sachen sind erst vernünftig nutzbar, wenn man die VA-API auch benutzen kann. Entweder FFmpeg oder direkt. Mir wäre direkt lieber, weil nochmal eine Zwiebel drüber und es wird alles nur aufwendiger und langsamer. Allerdings ist die VA-API nicht gut dokumentiert. Das muss man sagen. Also das ist im Prinzip, ist die wohl gedacht, dass FFmpeg die verwendet und die Leute, die die VA-API gemacht haben, schreiben dann die Treiber für FFmpeg. Und dann fehlt die passende Doku, wie man das jetzt eigentlich benutzt. Also so die Aufrufe sind dokumentiert, aber der Zusammenhang fehlt. Was bei Videokodierung oder Dekodierung ist der Zusammenhang halt wichtig. Ich habe so zum Beispiel für Motion JPEG habe ich gesehen, es gibt da mehrere Puffer und in einem Puffer ist halt die Huffman-Tabelle drin und in dem zweiten irgendwelche Codes für die Farben, also wie die Quantisierungscodes sind. Und dann kommt noch der Puffer mit dem eigentlichen Bildframe. Und das muss man wissen, dass man da mehrere Puffer braucht und die eventuell auch mit Defaults vorfüllen muss, weil Motion JPEG teilweise sagt, die Huffman-Tabelle ist immer die gleiche. Oder die Quantisierung von den Werten, die Farbquantisierung ist auch ein Default-Wert und der wird nie übertragen. Das heißt, den muss man im Programm drinnen haben. Da gibt es Default-Profiles für JPEG, wo diese Default-Werte dann eben drin sind. Und all diese Zusammenhänge sind nicht gut dokumentiert. Die muss man sich aus Beispielquelltexten rausholen. Und im Prinzip bin ich eigentlich schon durch, weil es eben nicht so viel sich getan hat jetzt. Das heißt, wir können in den Fragenteil gehen. Wird wahrscheinlich auch nicht so viele Fragen geben, weil es nicht. Man kann nicht jedes Jahr, also jedes Jahr kann man ein Update liefern, aber ein halbes Jahr ist dann irgendwie zu wenig. Ja, ist ja okay. Danke, Bernd, für dieses Update. Ich fand, es ist trotzdem eine ganze Menge schon wieder geschehen, auch in einem halben Jahr. Und auch das GeForce 1.0 freut mich, dass das immer weiter auf der Zielgeraden ist. Das sollte jetzt irgendwie wirklich einbiegen auf die Zielgeraden. Und dann machen wir Schedule-Update, das heißt, es gibt halt fixe Zeitpunkte, wo die Minor Number um 1 hochgezählt wird und dann wird es veröffentlicht und dann muss man nicht so lang warten auf eine neue Variante, eine neue Version.
Aber gibt es Das denn also da. Fragen zu Net2O? Bei den hier. Genau, was ich Teilnehmenden. Ich auch hätte. anregen möchte noch. Okay, Frage. Ja, ich hätte eine Frage. Bernd, du hast doch damals Kontakt gehabt mit diesen GNU-Net-Leuten und so, weil du gemeint hast, dass Ja. du vielleicht sogar die großen Provider dazu zwingen könntest. Ich habe gerade eine Twitch-Frage reinbekommen, die ich gleich vorlesen werde. Ich wollte noch kurz meine Frage fertig formulieren. Du hast doch Ja. Kontakte gehabt und ich wollte nur fragen, glaubst du, dass du nicht so das wirklich durchsetzen könntest oder mal zumindest lobbyieren könntest dafür, dass die mehrere Möglichkeiten anbieten, eben auch mit Verschlüsselung dafür? Wäre das Ja, nicht der richtige das Zeitpunkt, bevor das zu weit fortschreitet in der Gesetzesfindung? genau, das wäre jetzt wahrscheinlich, also sollte man, vor allem sollte man sich eben genau mit den Leuten, die sowas auch machen, wie GNUnet und so zusammentun, dass man da gemeinsam Lobbying macht. Das, also es muss verschlüsselt gehen und es kann Genau. verschlüsselt gehen und es ist vielleicht nicht das optimale, beste Ding, aber wichtig ist ja, dass nicht im Klartext übermittelt werden muss, weil das ist Dann wäre es so ein sinnlos. System übergreifend. Das Ding ist in der Regel eine Downgrade-Attacke und man muss dann einen kleinen Nenner finden, der immer noch sicher genug ist. Okay. Bernd, ich Also. habe noch eine Frage vom Twitch und zwar war die Frage: Gibt es eine Art White Paper oder Einführung für Net2O? Willst du die Website vielleicht nennen oder? Die ist doch hier. Seht ihr die? Ja, na dann schreibe ich ihm Ist das gleich nochmal. gerade hier auf dem Bildschirm. Ist vielleicht zu klein zu lesen im Twitch, das könnte schon sein. Es ist net2o.de und ich werde das nur einfach nochmal schnell posten im Twitch. Ja, außer wenn ich mich verklicke, dann nicht. Genau, da gibt es genügend Material. Ja gut, während er tippt, vielleicht noch meine Anmerkung oder so. Also habe mit einem, der bei Twitter angestellt war, geredet und der hat gemeint, ja, Twitter ist, wir haben all die Probleme, die Facebook nicht hat, haben wir, also bezüglich Datenschutz haben wir nicht, weil bei uns ist alles öffentlich. Und insofern, also du sagst, es gibt da noch irgendwelche abgesperrten Bereiche bei Twitter. Ja, Da, inzwischen gibt es auch abgesperrte ja, Bereiche. Also aber Facebook ist da wie? eher abgesperrt, hat dann natürlich große Probleme und aber trotzdem muss man ja immer betrachten, dass Facebook hält alle diese Daten im Klartext vor und Ja, aber man was ich sollte, hinaus will, weil du von Twitter Mastodon geredet hast. Ich weiß nicht, genau. inwieweit Mastodon alles öffentlich ist, aber Ist auch alles öffentlich, okay, ja. wenn alles öffentlich ist, dann ist es, das dazwischen hin und her muss ja nicht verschlüsselt werden. Das Einzige, was ist, dass du etablieren willst, dass eben der Twitter-Account zu dem Mastodon-Account gehört oder so. Genau, und ich möchte das halt so etablieren, dass das nicht die Credentials auf irgendeinem dritten Server sind. Also da, das ist ja, wenn da jemand einbricht, dann kann der alle diese cross-postenden Nutzer übernehmen, die Konten. Also Ja, so ein müsste. Cross-Poster-Server ist halt eine offene, ein schöner Honeypot für Leute, die Accounts hacken wollen. Ja, da müsste man dann eigentlich irgendwelche Access-Tokens herumreichen oder irgend sowas von der Sorte. Dann sind wenigstens nicht die Account-Daten weg, sondern man kann halt Ja, dann sind. vielleicht jemand Blödsinn mit Cross-Postings machen, aber Ja, nicht mit man kann Accounts. das, ja, das machen die schon. Also das ist natürlich schon so Open Authentication und so. Aber man kann halt von dem Cross-Posting-Account aus sehr viel machen mit dem eigentlichen Account. Nicht alles, aber genügend Unsinn. Ja. Auch mit dem Token. Also das heißt, wenn man merkt, dass der übernommen ist, dann kann man natürlich sagen, okay, ich ziehe diesen Token zurück oder so, aber das ist auch nicht offensichtlich, wie man das macht und damit ist es auch nicht so einfach.
müssen ja dann all die Leute tun. Oder der Serverbetreiber, wenn er merkt, dass er kompromittiert ist, muss da was veranlassen. Es ist also diese Art von, ich nutze irgendeinen Server, der mir in meinem Namen postet, das ist gefährlich.